So, wir nehmen jetzt auf. Leute! Wir testen heute Battlefield 1. Wow! Bei dem Typ von... Ja, ich wollte sagen, beim Typ von Gaming Wario, aber der gehört jetzt auch zu uns dazu. Das heißt, ist das irrelevant. So, er spielt erstmal und redet kurz. Weil ich muss kurz was hauen. Was machst du denn gerade? Alles zerschießen. Hallo, der lässt mich an. Ich sehe einfach gar nichts. Da! Alles klar. Super Fahrer auf jeden Fall. Ich spiele immer gerne den Sonny. Einfach das Einzige, was ich richtig gut kann. Aber gut. Jetzt mal rein. Hier, Bro. Erste Hilfe, nimm schon! Ja. Junge, nimm Healung! Nimm Healung! Hier, erste Hilfe. Healung. So, jetzt gucken wir mal, wer da ist. Da ist einfach gar keiner. Ich bin böse, ich meine jetzt nicht. Sehr schön. Ja, finde ich auch. Also, falls ihr jetzt wundert, weshalb das ist so scheiße anhört, also nicht ganz so gut anhört, sondern mit der Qualität, das ist mein mobiles Mikro, weil ich eine mobile Aufnahmestation mitgenommen habe. Zum Typ von Gaming Wario. Da muss einer gerettet. Oh Gott. So. Übrigens wird es demnächst mal ein Infovideo geben, weil wir uns, das hast du ganz gut gemacht. Ja, Junge, scharf, Alter, guck, ja. Ich wäre jetzt ein Panzer durch. Würden wir uns jetzt hier auch die Regel machen, dass wir das Spiel so lange testen müssen, verrecken, werden wir nach 2 Minuten 8 am Ende. Aber das ist super Ballerspielen, also. Ja, übrigens spielen wir Battlefield 1 auf der Xbox One. S. Asin ist es letztes Jahr. Ich weiß, weißt du den Termin? Ich weiß es nicht. Hier, erste Hilfe. Also jedenfalls ist das von Xbox One S, Xbox One, PS4 und PC erschienen. Ich werde mir bald die PC-Version holen. Ich weiß alles. Junge, der zündet hier alles an, der eine. Falls ihr öfter Spiele like Demi sehen wollt, sprich zum Beispiel Mass Effect oder sowas, schreibt es mir in die Kommentare. Das ist alles, was ich zu sagen hab. Da ist einer, da ist einer! Hallo! Bleib am Leben! Fuck. Er quittet einfach jetzt, dieser Arsch. Ja. Vielleicht noch eine Sache jetzt ganz am Anfang. Oh fuck. Weil oh, ich wette. Oh Gott, der mit. Oh, da stand einer da hinten. So, ich wette, dass Leute in den Kommentaren schreiben, sowas wie Zwuchtel. Alter, guck mal. Ihr seid 12 und spielt GTA. Erstens, das sind wir nicht. Und zweitens. Haltet eure Fresse, wo die das schreiben. Ihr werdet eh ausgeblendet. So, du wurdest getötet, sehr schön. Alter, jetzt reicht's mir mal, ne? Ich ja, kann mir reicht's schon lange. Mit einem Speer kann ich ja nichts erreichen. Ich geh einfach mal mit einem Sturmsoldat da rein, Alter. Die können nicht mal. So, so, die können das. Am Arsch. Ja. Da oben ist einer, da oben ist einer. Wortball. Fuck. Das hast du ein bisschen leiser gestellt, damit man. So. Das Spiel ist total viel. Das stimmt. So, du, alles dessen, dass du Battlefield hast, bist du wohl eher der Battlefield-Typ als der Call of Duty-Typ. Weil, wie ich von Freunden weiß, gibt es entweder die Masse, die sagt, Call of Duty geil, GTA sei. GTA, ne? Battlefield scheiße oder Battlefield geil, Call of Duty scheiße. Oh fuck. Oh, ich persönlich finde aber Battlefield auch besser, muss ehrlich sagen. Kann man nun so ein Auto spawnen? Hast du mal GTA Call of Duty gespielt? Okay. Ich finde Battlefield besser. Für die View gibt es sogar Black Ops 2, aber das kannst du in den Sand setzen. Kostet nur 20 Euro. So. Halt mich wie so ein Sniper. Ja, das heißt, muss. Oh. Super gemacht, aber da oben Stacheldraht hin.
Was? Das haben wir nicht gesehen. Durch den Boden durch. Ich sehe es in der Aufnahme. Was ist eigentlich das Ziel von dem Spiel? Du musst die Punkte erobern. Okay. Weil das ist alles anders. So, ich stelle ab und zu mal dumme Fragen, aber das gehört dazu. Ist einfach regulär. Ja, ja, unbedingt. Übrigens habe ich einfach von meinem Squad wieder so den Befehl bekommen, den Punkt A zu verteidigen. Hält doch nicht wieder was hier. Wir haben das Einsatzziel Albert verloren. Jetzt muss ich hier mal rein. Da war gerade einer. So, aber das Gute an Sunny ist, der hat wie der Sturmsoldat eine Gasmaske. Lol. Das Fuck wird so gut. Die Bombe hoch hier. Wir haben einen. So. Oh. Da hat das irgendwas naja, getötet. Ich kann halt einfach irgendwie nicht zeigen, wie gut ich eigentlich bin, weil ich darum verrecke. Ja, das ist jetzt die Wahrheit, was alle sehen werden. Ah, Sunny! Ja, danke. Du wurdest gerettet von Sunny. Ja, deswegen sind halt Sunny so wichtig. Ja. So, da ist Gase, Gase, Gase. Und plünderst du's aus. Den habe ich gerettet. Sehr schön. Oh Gott, ich kann meine Waffe nicht ziehen, Mann. Stimmt, da fällt mir nämlich wieder eine blöde Frage ein. Es gibt zwei Teams, ne? Also, oder? Ja. Genau, woher weißt du, welches Team du bist? So. Wenn ein anderer gerade einen anderen Abschnitt einfach draufschießen. Ah ja. Wie man gerade gesehen hat. Es ist halt einfach. Aber weißt du, wenn man das. Oh Gott, oh Gott, oh Gott! War da gerade ein Nazis-Hessen drauf? Nein. Schade. Das ist erster Weltkrieg, ne? Ich weiß. Na ja, komm! Ich meine, das war doch ein cooles Gimmick, wenn der Hitler auf einmal sein würde. Das wäre überhaupt nicht cool. Ich weiß. Nein, ich bin kein Nazi, weil ich wieder Kommentare davon lesen werde. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Einsatzziel Albert verloren. Hier, erste Hilfe! Healing? Brauchst du Healing? Hier, komm, Soldat! Also, aber, einer, aber sei es dir ein Trost. Er hat mich getroffen. Lol. Ich werde mich nicht besser als du anstellen, wenn ich das später mal spielen werde. Muss es mal ganz vorne ran sagen. So, ich setze mich einfach mal hier ins Auto und ich baller. So, ist voll, soll das für das Gerassel, ey. Das schießt einfach noch hier mal alles. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Hallo? Hallo. Was ist das jetzt von der Ansicht? Ich bin in dem Panzer drin. Lol. Und damit kannst du es durch die Gegend fahren. Das Panzerglas, ne? Da war jemand, hast du gesehen? Das Panzer. Nein. Ach, das ist gar kein Glas. Oh Gott! Ah, ich sehe es, das ist kein Glas. Und da waren immer so viele. Alles klar. Und der wurde jetzt zerlegt. Ja, weil mein Panzerfahrer dumm ist zum Reparieren. So, wir sind sehr gut in Führung hier. Wir haben Einsatzziel Albert erobert. Ich spawne mal das gut ab. Ja. Alles dumm. Kann man auslernen, wo man spawnt, oder ist das? Ein bisschen. Das ist schon. Bei Minecraft geht das ja auch. Da kann man nur Koordinaten geben. Zum Beispiel, was hat mir neues? Click the Hill oder so. Und dann wird man bei, kommt man bei einem Binom raus, wo ein Wald, wo so ein Dschungel ist und ein Mittelzerdorf in der Nähe. Okay. Ich glaube, Click the Hill heißt es oder so. Das kann man bei Internet nachlesen, da gibt es so verschiedene Wörter, und wenn man die halt eingibt, an bestimmten Stelle, kommt man das Binom. Ich hab cool gesehen, dass die hier ankommen wollen. Und jetzt setze ich mich hier mit meinem, Snipper in das Fahrzeug rein. Ah ja. Einfach mal um Schaden zu machen. Und da, da platziert. Um auf ein Ziel zu kommen, nämlich in ein Haus. In ein Haus und bei. Mann. Sehr schön. Was ist falsch an dem Haus?
ist doch ganz einfach. Sniper. Ja. Wenn du jemanden töten möchtest, muss das jemand sein, den du töten kannst. Beste Erkenntnis, ne? Ach, oben ist noch ein Stock, oben ist noch ein Stock. Dachboden. Mach die Fenster kaputt. Naja, und weißt du, was gut ist? Ne, was? Der Scout, auch genannt Speer, Deutsch, aber deutsche Version. Ist auch besser. Hat panzerbrechende Munition und dann kannst du den Panzer am reparieren hindern. Lol. So, da haben wir schon so ein Schwuchtel. Nein, das ist einer von denen. Trotzdem Schwuchtel. Er schießt im Ober. Ja, das war doch nicht einer von denen. Wäre ich doch in der Schmettbuch gewesen. Oh, der das sieht ganz komisch aus. Das war ein Sniper. Ja, scheiße. Der kann das. Ich bin frustriert. Frustriert und ich gehe jetzt einfach mit einer guten Klasse rein, die habe ich noch nie gespielt. Okay, also ich lade es mal auf Verkacken ein. Ich bin mal Versorgung und die hat nämlich aber die richtig geile Idee. Ich kann mich jetzt einfach hier hinstellen. Cool. Und feuern einfach. Und wenn ich Munition brauche, einfach dadurch aufladen. So. Ah ja. Ich glaube, ich kann noch mal eine. Ja, schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr Battlefield 1 so? Und ob ich das nicht auch mal let's playen soll. Ich glaub, jetzt hab ich das hier draufgestellt. Jetzt kann ich besser schießen. Ne? So. Cool. So, die Ansicht und dann. Also ich würde, wenn es so PC-Version greifen, weil die nochmal ticken geiler ist, wenn man PC hat. Und das kann von der Grafik her und auch, keine Ahnung, ist einfach ein PC, ja. Das sollte reißen als Begründung. Schreibt es in den Kommentaren, ob ihr Bock darauf habt. Hey, wo ist die Musik hier? Ist da eine? Vor allem in einem Jahr könnte ich mir das eh regulär in Laden kaufen. Krass, wenn ich drüber nachdenke. Lol. Das ist auch gut, du musst erst deine Feinde spotten. Wir haben Einsatzziel. Damit du sie auf der Karte angezeigt bekommst, sonst bist du sozusagen unsichtbar. So, da hier keiner kommt. Feindlicher Panzerzug ist unterwegs. Ein Zug kommt, wir hören Zuggeräusche. Ja, nicht, das ist nicht irgendein Zug, das ist der Panzerzug, der bequem ist. Das ist schlecht, ne? Ja, ein bisschen. Okay. Du schießt einfach. So, warte mal. So, du hast da etwa mal so. Ich hab eine lustige Idee, das könnte ganz spaßig werden. Ja, aber stopp mal, wenn es im Ersten Weltkrieg spielt, kann es da nur Waffen geben, die es im Ersten Weltkrieg gab. Also eine Frage, wieso sind da Atombomben? Hä, wo? Ich habe vorhin eine meiner Meinung nach Atombombe gesehen, nicht die, sondern die andere. Da ist eine, da ist... Ich hätte mich aber nicht gesehen. Ich glaube so... Dammit. Mann, das ist immer besser so. Also Leute, ihr seht schon Entertainment Hoch 5. Es lohnt sich, wie bei Zelda reinzuzauen. Ich muss Sunny spielen. Reinzuzauen. Falls es neu seid, Daumen hoch, also, falls ihr mehr davon sehen wollt. Oder. Da ist der Behemoth. Hey, der wurde gerade zerstört einfach. Nein, der wurde nicht zerstört. Gut. Dann gehen wir da mit dem Sturmsoldaten rein. Denn der liebe Sturmsoldat hat C4 und wenn wir das auf die Gleise legen, das ganz schön zu sehen. So, was geht da ab? Da verrecken Leute. Wir haben Einsatzziel. Da unten ist der Panzerzug. Also man muss uns sagen, bei Call of Duty Frisch! Ist das Scheiße. Klar zu erkennen, wer Team A und Team B ist, einfach weil es da drüber steht. Weißt du, die haben eine lustige Idee. Ich setze mich einfach oben drauf. Auf den Zug, ja, Leute. Nein, ich setze mich hier oben drauf und jetzt schmeiße ich einfach hier. Das ist schon mal eine geile Idee. Ja.
Naja, ich habe ihm Schaden gemacht. Weißt du, du musst halt diesen Panzerzug wegkriegen, sonst kann dir ganz schön reinschallen. Ja. Willst du eine Frage, wo ist Hitler und ich jetzt? Ich weiß, der zweite Weltkrieg geht, die zweite Frage, und zwar, ja, wann war eigentlich der erste Weltkrieg? Das müsstest du auch wissen, wenn du das spielst. Egal, wir kümmern uns hier ums Game, so, nicht um Geschichte. Das ist ein Sprengler. Ich hab ganz schön Mach den mal kaputt. Mach den Trant mal kaputt. Nein, Junge, ich brauch mal ein Tick hier jetzt für ihn. Dann kommt Wasser. Für den guten Mann hier. Und gleich macht's Peng. Das ist noch besser. Bester Feind des Menschen. Hier, friss. Ja, das sieht gar nicht ramponiert aus. Fuck, ich brauch Medic. 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 Gott. Jetzt habe ich jemanden gekillt. Moin sind Gaming, hieß er. Falls das Video saust, du bist heiße. Ja, Mensch, wieso beleidigt, ist es einfach zu sauer. Einsatz hier. Nein, der ist so, das ist, oh Gott. Jetzt wirst du. Ich brauche einen Sunny. Sunny. Io. Da kommt schon einer, oder? Nee, das ist genau das Gegenteil. Die haben mich erstochen, einfach mit einem Bajonettangriff. Alles klar. Das Game ist übrigens FK 16. Hat mich vom Release, den ich miterlebt habe, sehr erstaunt, weil ich dachte, Battlefield Ballerspiel ist eigentlich ab 18, aber nein, es ist ab 16. Und in einem Jahr kann ich mir das regulär im Laden kaufen. Finde ich lustig. Dieser scheiß Panzerzug, Alter, ich mach den jetzt weg. Mach ihn weg. Mach ihn zu Rindvieh. Und Junge, jetzt rennen da alle hin und greifen. Jetzt ist da mega gemetzelt. Läuft. So. Ja. Und rein ins Gemetzel. Fuck. Yes. Wir haben gewonnen. Schick. Wir haben einmal gewonnen. Schick. Und das ist sehr schön, um den Test zu Battlefield jetzt zu beenden. Wie gesagt, falls ihr das mal als Projekt sehen wollt, lasst einen Daumen hoch da. Ansonsten war es das von Test von Battlefield. Macht's gut und ciao, ne? Tschüss.